Ja, einmal ist das Hobby und ich habe eine Beschäftigung auf dem alten Teil als Rentner. Ich finde, das ist ja kein schlechtes Hobby, wo man die jungen Leute oder die Nachkommen noch mal was zeigen kann, was sie früher alles gemacht haben. Deswegen, ja. Und man muss sich doch bewegen auf dem Alter. Als erstes bindet Heinrich Kröger ein Grundgerüst aus festen Weiden. Er fängt jeden seiner Körbe mit dem Tragehenkel an. Da muss man schön mit Gefühl machen, dass er nicht gleich wieder wegknickt. So. Sehen Sie? Mit feinem Draht befestigt er die beiden angeschnittenen Enden der Weidenrute zum Tragehenkel. Eine zweite Weide biegt er zu einem gleichmäßigen Kreis zusammen und befestigt wiederum die Enden mit Draht. Das wird der Flechtbügel. Gemeinsam mit dem Tragehenkel ist das nun das Grundgerüst für den Weidenkorb. Das Flechtmaterial besteht aus geschlitztem Bambusrohr. Robustes Material, das sich gut flechten lässt. Den nehmen wir jetzt. Jo. So, jetzt geht's los. Das Herzstück, das hält nachher den ganzen Korb zusammen. Es gibt immer zwei Herzen. Auf jeder Seite eines. Heinrich Kröger flicht jeweils 5 Reihen und verbindet so den Tragehenkel mit den Flechtstreben. Die Herzen sorgen für die Stabilität. Weitere Flechtstreben aus Weidenruten werden im Gerüst befestigt. Ich suche jetzt die Streben hier raus, da die ein bisschen gleichmäßig sind, zum Einsetzen, da ich weiter flechten kann. Der hält also ewig. So, jetzt ist das Schlussstück hier, ne? Wenn der ein bisschen gepflegt wird und nicht dauernd im Regen stehen lässt oder zu viel einweicht oder auch zu trocken wird am Kamin, wenn er zu trocken ist, dann bricht er zuletzt. Der ist Holz und der kann auch brechen, wenn er zu trocken ist. Aber sonst ist der wirklich stabil. Da kann man wirklich was einpacken und einladen. Ich bin zufrieden mit dem Korb. Wirklich wahr. Jo. Die überstehenden Bambusstränge werden einfach nur noch ab. Morgens um 4 auf dem Rabehof in Hermannsburg. Der Backofen wird angeheizt. Eine Aufgabe für Vater und Sohn. Kann losgehen? Ja. Weißt du, mit den größten dann kommen, ne? Den kannst du noch an die Seite legen. Den legen wir oben drauf. Ja. Hier ist einer, den kannst du in der Mitte querlegen. Der brennt super an nachher.
Ey, du bist witzig. Wie kann's weiter? Weiß ich, ich bin ja auch dein Vater. Ich hole jetzt Holz von der Palette, ne? Ja. Peter Heinrich heizt den Lehmbackofen mit gut abgelagertem Kiefern und Fichtenholz. Papa, du kannst mal ein bisschen Gas geben, ne? Ich wollte gerade fragen, haben wir schon die Hälfte? Ja, die Hälfte wohl, aber trotzdem ist das hier eng drin. Das war schon ein Vorteil, wo du erst 10 Jahre alt warst, ne? Ja, da ging's besser. Jetzt muss ich hier rein, weil ich einfach muss und nicht, weil ich der Kleinste bin. Nee, weil du das am besten kannst. Kannst du bitte ein bisschen kleinere herbringen? Ja, kriegst du gleich. Nicht, dass sie oben immer schwerer werden. Wunschgemäß. Ja. Sieht doch schön aus. Ja. Denk, das ist auch genug. Denke ich auch. Da wird er gut warm. Dann kannst du rauskommen. Ja. Soll ich dir helfen? Habe ich bis jetzt immer noch alleine geschafft. Ja, du wirst ja aber älter. Ich werde schon größer. Und das wird auch gut brennen. Nicht so eine Kloben wie beim letzten Mal. Aber gepackt ist ja wie immer, ne? Ja, das machst du wie immer sehr gut. Ja, wenn du mir nicht wieder so einen krummen Kram gegeben hättest. Ja. Angezündet wird mit einem Fichtenspan. Wenn wir den Ofen nutzen, hat die gesamte Nachbarschaft was davon, weil es eine spielende, langsame Verbrennung ist. Denn ich darf in den Ofen, in den Lehmofen, nicht zu schnell die Hitze reinschicken. Die muss ganz langsam reinziehen, sonst reißt dieser Ofen. Und je nach Windrichtung ist dann immer ein anderer dran, wo der Rauch hinzieht. Und wenn er abends sein Fenster aufgemacht hat, dann riecht es im Schlafzimmer eben komplett nach meinem Rauch oder dem Rauch von dem Ofen. Als Entschädigung gibt es dann immer ein Stück Butterkuchen. 4 Stunden dauert es, bis der Ofen durchgeheizt ist. In dieser Zeit bereitet Peter Heinrich sein Kartoffelbrot zu. Für mein Kartoffelbrot muss ich erstmal einen Sauerteig haben. Diesen Sauerteig setze ich selber an, indem ich 100 Gramm Roggenmehl nehme und 100 Milliliter Wasser. Diese miteinander verrühre, aber nur verrühre. Das gibt dann einen leicht wässrigen Teig, den ich dann in die Küche stelle, wo es warm ist, abgedeckt und lasse ihn dort 24 Stunden lang gehen. Zu dem Sauerteig kommt dann Roggenmehl, Wasser und etwas Hefe, sodass Peter Heinrich einen schönen Vorteig für sein Kartoffelbrot erhält. Jetzt machen wir das Mehl dazu. Die Kartoffel dazu. Die Kartoffeln sind ganz normale Salzkartoffeln, die haben wir gekocht, in Viertel geschnitten und dann passiert. Einfach nur passiert, damit wir im Brot nachher keine Kartoffelstücke haben. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und einen Teelöffel Brotgewürz. Brotgewürz sollte aber nicht zu viel nehmen. So, jetzt fehlt uns nur noch das Wasser. Dann machen wir hier eine kleine Mulde vor. Auch wenn in diesem Brot Kartoffeln in dem Teig mit eingeknetet sind, schmeckt dieses Brot nicht nach Kartoffel. So, es schmeckt aber auch nicht wie ein normales Getreidebrot, sondern es ist ein besonderer Geschmack da, dadurch, dass diese andere Komponente in dem Brot vorhanden ist. Der fertige Teig enthält nun 500 Gramm Roggenschrot, 250 Gramm Weizenvollkornmehl und 300 Gramm passierte Kartoffeln. Nun lassen wir die beiden Leiber noch eine Stunde gehen und dann kommen sie in den vorgeheizten Ofen. Am frühen Morgen. Peter Heinrich will nachschauen, ob das Holz im Backofen inzwischen gut durchgebrannt ist. Für ihn ist jede Nutzung des Ofens ein Ereignis. An diesem Backofen fasziniert mich so, dass wenn ich das Feuer da drin habe und dann angezündet habe und ich komme nach 4-5 Stunden wieder, dann habe ich diesen riesen Gluthaufen da drin, die gewaltige Hitze. Sobald ich dicht daran komme, sind meine Augenbrauen versenkt. Ich muss also schon ein bisschen aufpassen. Dann das Auseinanderrühren, das Riechen der Glut, den Geruch, den Duft, das Knistern und dann nachher das Backen.
Wenn der Ofen angeheizt wird, steigt ja die Temperatur in diesem Lehmmantel und drückt das Wasser nach außen. Jeder Lehmmantel hat Risse, weil der Ofen sich ausdehnt, nicht an allen Stellen gleich. Und aus diesen Rissen kann der Wasserdampf austreten. Jetzt muss die Temperatur des Ofens geprüft werden. Peter Heinrich hat dafür eine ungewöhnliche Methode. Schöne Tageszeitung. Ein Blatt davon. Auf eine normale Schaufel. In den Ofen reinschieben. No, fällt er nicht runter. So. Tür zu. Und bis 20 zählen. 14, 15, 16, 18, 19, 20. Wieder rausholen. Ist zu dunkel. Müssen wir einen Moment warten, dass es mal Wind hier durchweht. So hat der Ofen 320 Grad. Gut zum Pizzabacken. Müssen wir noch ein bisschen warten. Das Brot wird bei 250 Grad eine Stunde lang gebacken. Also jetzt schießen wir mal das Brot ein. Ja. Ist gut. Das wächst wieder zusammen. Keine Angst haben. Auf dem Rabehof sind die ersten Gäste zur Einweihung eingetroffen. Die Musiker des Jagdvereins, Freunde und Nachbarn. Moin. Moin. Schönen guten Tag. Und was ihr alles habt. Ja, den Butterkuchen unterm Haken versteckt. Das ist doch. Das sind auch keiner vorher sehen kann. Knie. Ja, mal gucken, ob es gar ist. Jo, hört sich gut an. Ist das? Ein bisschen übergar aus, ne? Nee. Auch gut. Ein bisschen schnell. Familie Rabe feiert gern im Kreise ihrer Freunde und Nachbarn. Einen Anlass finden sie immer. Heute ist es die Einweihung und das nächste Familienereignis steht schon vor der Tür. Peter feiert die silberne Hochzeit mit seiner Birgit. Birgit ist eine typische Landwirtstochter, die niemals einen Landwirt heiraten wollte, niemals Kühe melken wollte, niemals Schweine füttern wollte. Und das Schicksal solcher Mädchen ist, dass sie einen Landwirt heiraten, entweder Schweine füttern oder Kühe melken. Da können die gar nicht umhin. Das geht gar nicht anders. Das steckt in dem Blut. Ich glaube, die würden auch in der Stadt untergehen, ist ein bisschen dumm gesagt. Man kann sich ja fast überall einleben, irgendwie. Aber die würden mit Sicherheit in der Stadt was vermissen.